krass, Alter. Das ist der Hammer. Ohne Scheiß, was wir hier gerade bei Unscheiß entdeckt haben. Wir würden euch das gerne jetzt vorzeigen, müssen aber leider Werbung machen. Boah, aber drücken wir einfach auf Pause und gleich, wenn wir wieder da sind, alter Schwede, das Spielerlebnis eures Lebens. Bis gleich. Achtung, Achtung! Maxi Stettenbauer zeigt uns jetzt fantastische neue Eindrücke von Windchaser! Und gerade eben vor der Werbung haben wir euch ja großspurig einen der glorreichsten Spielmomente eures Lebens angekündigt. Das war natürlich eine Lüge. Selbstverständlich. Ist Fernsehen, Leute. Dazu zu verlocken, einfach vor der Flimmerkiste sitzen zu bleiben und euch das anzugucken, was wir jetzt haben. Alles aber das Show ist ja auch nicht schlecht. Alles Show. Alles Show. Ja, die Show machst du nämlich go on. Wir machen jetzt weiter mit Windchaser. Ja. Ein sehr interessantes Thema, das von einem sehr interessanten Entwickler kommt, dessen Namen ich gerade vergessen habe, den ich kurz nachlesen muss. Sein Name ist nämlich Chimera Entertainment. Ja. Und das ist richtig. Habe ich leider vergessen. Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Ist schlimm. Weil das an solchen Fakten erkennt man ja, wie ich meine Arbeit mache. Ja, ach komm. Nächste Woche ist meine letzte Woche. Macht euch keine Gedanken.